6 monumentale Bauwerke und 6 geheimnisvolle Türen und Pforten. Was verbirgt sich unter der Sphinx und warum sind die Räume unter dem Taj Mahal nie geöffnet worden? Wir verraten dir mehr über verschwundene Zimmer, Zeitmaschinen und den verborgenen Hort des Wissens der Menschheitsgeschichte. Macht euch bereit für 6 geheimnisvolle Türen, die noch nie geöffnet wurden. Kammer B im Goldtempel Padmanabhaswamy. Der Goldtempel Padmanabhaswamy liegt im Südosten Indiens im Unionsstaat Kerala. Der mit überwältigendem Prunk ausgestattete Hindu-Tempel bietet bis heute ungelöste Geheimnisse und eine ganz besondere Tür. Erstmals von Wissenschaftlern untersucht wurde es 1908. Dabei wurden unter dem komplett vergoldeten Bauwerk 6 geheimnisvolle versiegelte Räumlichkeiten entdeckt. Die Arbeiten zur Öffnung mussten jedoch bald wegen einer hereinbrechenden Kobraplage abgebrochen werden. Während 80 Jahren Arbeit wurden alle Kammern im Tempel geöffnet, bis auf Kammer B. An dieser Tür fehlen sämtliche Vorrichtungen zur Öffnung und nur ein besonderer Mensch soll in der Lage sein, das Geheimnis dahinter zu lüften. Die reich geschmückte Pforte zeigt 2 anmutige Kobras und über dem Portal scheint eine dämonische Fratze Eindringlinge zu warnen. Der Legende nach würde der Inhalt der Kammer eine apokalyptische Katastrophe auslösen, würde sie gewaltsam und von Unbefugten betreten werden. In den übrigen 5 Kammern wurde ein milliardenschwerer Schatz geborgen. Der Tempel, der auch von außen komplett vergoldet ist, barg über die Jahrhunderte einen der größten Schätze der Menschheitsgeschichte. Reines Gold, Münzen, Skulpturen und Edelsteine in Hülle und Fülle wurden hier sichergestellt. Inzwischen ist ein Streit über die Reichtümer entbrannt, denn die Regierung würde den Schatz gerne verkaufen und das Geld in das Land investieren. Die örtliche königliche Familie, Priester und viele Gläubige wehren sich dagegen. Der Schatz soll im Tempel und die geheimnisvolle Kammer B unberührt bleiben. In einem heiligen Ritual zur Aufrufung der Tempelgottheit Vishnu soll dieser sich ebenfalls als not amused über die Pläne zum Umgang mit den Heiligtümern des Tempels gezeigt haben. Das geheimnisvolle Grabmal der Hannah Courtauld. Das Mausoleum einer schillernden englischen Gesellschaftsdame des 19. Jahrhunderts steht im Verdacht, eine geheime Zeitmaschine zu beherbergen. Das Grabmal steht auf dem Londoner Brompton Cemetery und der Eingang ist von einer massiven Messingtür fest verschlossen. Wollte Hannah Courtauld den Zugang verweigern oder gingen nur die Schlüssel verloren? Immerhin befindet sich in der Tür eine Schließvorrichtung und gemäß dem englischen Friedhofsforscher Robert Stephenson wurde die Tür auch nach dem Begräbnis noch einige Male geöffnet. Er hält die Legenden rund um das Grabmal der Mystikerin für völlig übertrieben. Der britische Komponist Stephen Coates dagegen möchte das Mausoleum gerne öffnen lassen. Er gehört zu den größten Verfechtern der Mysterien rund um das kleine Grabmal. Insgesamt sollen nach Theorien der Verschwörungs- und Geheimnisfans auf allen großen Londoner und Pariser Friedhöfen als Grabmal getarnte Zeitmaschinen oder Teleportationsportale stehen. Möglich wäre es, denn Hannah Courtauld verkehrte in illusten Kreisen. Sie lebte im viktorianischen Zeitalter von 1784 bis 1849 und pflegte Kontakt zu großen Mystikern, Alchemisten und eingeweihten Zirkeln. Zu ihren Bekanntschaften zählten auch die ersten Ägyptologen, die noch völlig frei von Zensur im Tal der Könige gruben und der Legende nach Erstaunliches ans Tageslicht beförderten. Unter anderem soll sich darunter der Plan zum Bau einer Zeitmaschine befunden haben. Ein weiteres Geheimnis ist zudem der ungewöhnliche Reichtum der einfachen Frau. Einige Quellen sahen in ihr eine königliche Mätresse, andere sagten, der Reichtum sei ererbt. Im verschwiegenen England dieser Zeit wurde über solche Dinge öffentlich nicht gesprochen. Was sich tatsächlich im Inneren des Grabmals befindet, muss weiter ein Geheimnis bleiben. Die Schlüssel bleiben ebenso verschwunden wie Baupläne, die Aufschluss über die Konstruktion geben und eine schonende Öffnung ermöglichen könnten. Das Grabmal der mysteriösen englischen Dame steht schon sehr lang unter Denkmalschutz und das wird wohl auch so bleiben. Die Grabkammern des ersten chinesischen Kaisers. 1974 stießen Bauern bei den Grabungen zu einem Brunnen auf die berühmte chinesische Terrakotta-Armee. Zuerst hatten sie nur einige auffällige Tonscherben in der Hand und später legten Archäologen in jahrelanger Arbeit eine gewaltige Anlage frei. 8000 Terrakotta-Figuren, jede mit einem anderen Gesichtsausdruck, ausgestattet mit Waffen aus echter Bronze, Kriegswegen und Pferden. Hier wollte sich jemand auf dem Weg ins Jenseits sicher fühlen. Die Grabkammern des ersten chinesischen Kaisers King Shi Huangdi befinden sich nur wenige hundert Meter entfernt. Bis heute ist nur ein Teil der größten archäologischen Sensation des 20. Jahrhunderts ausgegraben und erforscht. Wissenschaftler vermuten einen gigantischen Komplex, den der vom Tod besessene Kaiser schon zu Lebzeiten errichten ließ. Doch bis heute hat sich keiner an die Öffnung des eigentlichen Grabmals gewagt, beziehungsweise es konnte noch gar nicht genau lokalisiert werden.
Vermutlich ruht der größenwahnsinnige Kaiser unter einer eigens errichteten Pyramide. Die Ausgrabungsstätte, die die größte archäologische Fundgrube der Welt darstellt, ist bisher nur zu einem Teil erforscht und die Wissenschaftler müssen vorsichtig bei der Öffnung von Räumlichkeiten vorgehen. In alten Schriften ist die Rede von Giften, Selbstschussanlagen und Flüchen. Der Kaiser, der Zeit seines Lebens auf der Suche nach der Unsterblichkeit gewesen sein soll, nahm 100 Konkubinen, seine Söhne, Arbeiter und Bedienstete des Hofes mit in sein gigantisches Totenreich. Knochenfunde weisen immer wieder auf extreme Gewalteinwirkungen und Exekutionen hin. Was King Xuan Di mit in seinen allernächsten Totenbereich nahm, liegt momentan noch im Dunkeln. Erst wenn die Tür zu seiner Grabstätte lokalisiert und geöffnet wird, kann auch dieses Geheimnis gelüftet werden. Die Sphinx – geheimnisvoller Hort des Wissens. Wahrheitsforscher, freie Ägyptologen und Mysterienliebhaber vermuteten es schon lange. An der Sphinx ist wesentlich mehr dran, als nur dekoratives Beiwerk der Pyramiden von Gizeh zu sein. Erforscht wurde die löwenartige Figur bisher intensiv und offiziell nur von außen. Dabei zeigen alte Fotografien des noch halb im Wüstensand versunkenen Bauwerks eine einstmalige Vertiefung auf dem Kopf sowie dem Rücken. Vermutlich handelt es sich bei beidem um ehemalige Zugänge ins Innere der Sphinx. Doch warum sind sie zugemauert worden? Was verbirgt die gigantische Statue in ihrem Körper? Der weise Gelehrte des Altertums Hermes Trismegistos berichtete in seinen Schriften von umfangreichen Kammern des Wissens unter der Sphinx. Genau genommen soll sich ein Labyrinth aus zahlreichen Gängen unter den Pranken befinden. In den bisher ungelüfteten Kammern sollen sich wichtige Dokumente zum Wissen über die ursprüngliche Herkunft der Menschheit, Mathematik, Astronomie und Medizin befinden. Schätze, die auch für die heutigen Menschen von unermesslichem Wert sein könnten. Vor über 30 Jahren machte sich ein amerikanisches Forscherteam an Bohrungen zu Füßen der Sphinx. Sie suchten bis zu 7 Meter tief, fanden aber nichts. Moderne seismische Messungen deuten zwar auf Hohlräume unter der Sphinx hin, lieferten aber keine genaueren Daten. Als schließlich weitere Arbeiten zur dreidimensionalen Darstellung der Räume angesetzt wurden, schoben die Behörden einen Riegel vor. Die offizielle Begründung lautete, man befürchte irreparable Schäden an diesem einmaligen Altertum. Warum die Löcher verschlossen wurden und ob sie tatsächlich Einstiegswege waren, ist bis heute weder erwiesen noch dementiert. Klar ist nur so viel, dass die Sphinx wesentlich älter sein muss als bisher angenommen und offiziell bestätigt wurde. Vermutlich stand sie sogar lange vor den Pyramiden am Ort und ist mindestens 12.000 Jahre alt. Zimmer 873. Das Banff Springs Hotel in den kanadischen Rocky Mountains hat eine von Anfang an etwas schräge Geschichte. Erbaut wurde die noble Herberge ursprünglich im Jahre 1887 als Holzkonstruktion. Nur hielten die Bauherren die Pläne um 180 Grad verkehrt und bauten die Luxus-Suites mit Sicht auf den eher düsteren Sulphur Mountain, während das glückliche Personal die atemberaubende Sicht auf den Bow River und die Weite des Tals erhielt. Das alte Gebäude brannte ab und 1928 ließ die Betreibergesellschaft Canadian Pacific Railway ein Steingebäude im schottischen Burgenstil errichten. In diesem neuen Gebäude soll sich ein tragisches Ereignis abgespielt haben. Im Zimmer 873 ermordete ein Mann seine eigene Tochter und seine Ehefrau. Nach der Tat soll er sich selbst das Leben genommen haben. Zimmer 873 ist seit langer Zeit aus dem Hotel verschwunden. Und trotz wiederkehrender Geistersichtungen dementiert die Hotelleitung bis heute ein solches Unglück und das Vorhandensein eines Spukzimmers. Zimmer 873 existiert einfach nicht mehr. Auf allen Etagen gibt es eine Zimmernummer kombiniert aus Etage und 73. Nur im 8. Stock nicht. Verraten wird die ehemalige Existenz nur von der Deckenbeleuchtung, die vor jedem Eingang angebracht ist. Keine Tür ist mehr zu sehen. Wo sie einst einmal gewesen war, schauen Neugierige und Liebhaber von Gespenstergeschichten auf säuberlich verputztes und tapeziertes Mauerwerk. Ehemalige Angestellte des Banff Springs Hotel berichten dagegen von Schauergeschichten aus Zimmer 873. Von furchterregendem Gewimmer bis hin zu Blutflecken, die nach Reinigungsaktionen immer wieder vom Neuen auftauchten. Ließ die Hotelleitung deswegen das Zimmer schließen? Das schlossartige Hotel in einem der schönsten Nationalparks Kanadas ist bis heute ein beliebter Hotspot für Geistersichtungen aller Art. Ein schottischer Gast, der sich zu Lebzeiten in das Hotel verliebte, soll sich nach seinem Tode hier niedergelassen haben. Von Zeit zu Zeit zeige er ahnungslosen Gästen sein Haus. Diese bemerken nicht, dass sie es mit einem Geist zu tun haben, bis er einfach vor ihren Augen verschwindet oder das lebendige Personal ihnen offenbart, dass im Hause kein einziger Schotte arbeitet. Dem Hotel dürfte die düstere Popularität bis heute einige Besucher eingebracht haben. Dennoch gibt es keine weiteren Auskünfte zu Zimmer 873. Die versiegelten Türen des Taj Mahal.
Zahlreiche Türen führten einst unter dem Taj Mahal. Das berühmteste Grabmal der Welt am Ufer des Flusses Yamuna in der nordindischen Stadt Agra steht auf einem kleinen Hügel und einem zweischichtigen Fundament. Zahlreiche Legenden spinnen sich um die Räumlichkeiten unter dem neuen Weltwunder und was sich wohl darin befindet. Die einen vermuten einen Schatz. Andere Geschichten sagen, dass treue Wächter der alten Tradition bis heute die Instruktionen des einstigen Großmogul Shah Jahan befolgen und im Inneren Schätze, kulturhistorische Dokumente oder des Moguls größter Schatz verwahrt wird. Offiziell liegt seine geliebte Gattin in einer Grabkammer im Zentrum des Gebäudes begraben. Die persische Prinzessin starb mit nur 39 Jahren und nachdem sie ihrem Gatten 14 Kinder geboren hatte. Zu ihrem Gedenken wurde das größte Monument der Liebe aus feinstem Marmor, Gold und Edelsteinen errichtet. Erbaut wurde das Taj Mahal in den Jahren 1631 bis 1648 und seitdem besteht das Rätsel um das darunter. Lange Zeit wurde auch vermutet, die Räume unter dem prachtvollen Marmorbau seien schlicht deswegen verschlossen, um einen Verfall des Baumaterials durch Sauerstoffkorrosion sowie eindringende Bakterien und Feuchtigkeit vorzubeugen. Nur warum verboten die Behörden dann internationalen Wissenschaftlern und Helferteams eine intensive Untersuchung des Fundamentes, als im Jahr 2011 bekannt wurde, das Taj Mahal sei einsturzgefährdet? Türen, Mysterien, Sensationen. Geheimnisvolle Kammern, Grabmale und Gruselgeschichten üben eine nicht enden wollende Faszination auf Menschen aller Zeiten aus. Ob wahr oder nicht, spannend sind diese Fakten allemal und regen die Fantasie zum Denken an. Wie denkst du darüber? Sind die Geschichten wahr und werden tatsächlich viele Fakten und Geheimwissen vor uns verborgen gehalten? Und wenn ja, warum? Schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.